zur Diskussion gestellt. Wie umgehen mit Kritik? Wenn dich jemand kritisiert, meine Erfahrung, ganz, ganz selten, weil er dein Interesse vor Augen hat, sondern weil er dich gerne manipulieren möchte. Und zwar in seine Richtung, so wie er es sich vorstellt. Er möchte dich passend machen. Mit solchen Menschen diskutieren, vergiss es. Sie sind nicht zugänglich. Sie sind nicht ergebnisoffen und sie sind schon gar nicht an der Wahrheit interessiert. Es hat nichts mit Nachgeben zu tun. Auch der Spruch, der Klügere gibt nach, ist nur ein Spruch zugunsten dieser Leute, die dann nämlich die Weltherrschaft antreten, wenn alle Klügeren erstmal nachgegeben haben. Das ist alles Schmarrn. Halte dich nicht lange auf mit sowas. Sei über den Dingen und gib den Fuzzis erstmal recht. Dafür sprich mit dir selbst. Und da sei gnadenlos. Absolut, wie sagen sie immer so schön, brutalst mögliche Aufklärung. Das heißt, hinterfrage dich, hinterfrage dich, hinterfrage dich, ohne in Selbstzweifeln zu sterben. Sei einfach ehrlich zu dir, weil es bringt dich weiter. Es ist zu deinen Gunsten. Wenn dich jemand anders niedermacht, dann ist das nie zu deinen, oder seltenst, fast nie zu deinen Gunsten. Dann will der immer etwas für sich erreichen. Wenn du selbstkritisch zu dir selbst bist, dann ist das für dich, für deine Entwicklung, für dein Sehen, wo kann ich etwas viel positiver gestalten, wo muss ich etwas weglassen oder sollte ich etwas weglassen und. Und je mehr du dich lossagst von dem um dich herum, von dieser falschen Welt, von dieser verlogenen Welt, von dieser Welt, in der jeder nur sein eigenes Süppchen kocht. Je mehr du dich davon lossagst, desto selbstbewusster musst du werden im Ignorieren von Kritik von außen und im stillen Kämmerlein kannst du dir dann gerne, oder solltest du auch, ist durchaus empfehlenswert, noch mal kurz überlegen, hatte der recht, was ist dran an dem, was er erzählt? Wollte der nur sein eigenes Süppchen kochen oder ist das ein guter Freund? Du wirst merken, je mehr du deinen eigenen Weg gehst, desto weniger wirst du Freunde haben, die dir folgen. Aber vielleicht neue Freunde gewinnen.